Hallo zusammen! Computerspiele sind seit langem kein Zeitvertreib von Computerfreaks mehr. Jeder spielt sie mittlerweile und in deren Herstellung werden enorme Summen investiert. Die Entwickler wenden moderne Technologien an, ziehen prominente Schauspieler sowie ganz tolle Drehbuchautoren und Komponisten hinzu, um ein richtig hochwertiges Produkt zu erschaffen. Denn auf dem Markt herrscht große Konkurrenz und man muss um die Gunst des Kunden ringen. Aber manche Spiele werden derart heiß erwartet, dass man sie zu lieben anfängt, noch bevor sie offiziell veröffentlicht werden. Und genau davon handelt unser heutiges Video. Lasst uns loslegen. GTA 6. Es wäre wohl keine Übertreibung zu sagen, dass Grand Theft Auto eines der populärsten Spiele der letzten Jahre ist. Das erste Spiel dieser Reihe ist 1997 erschienen und seitdem hat sich das Interesse der Gamer daran kein bisschen abgeschwächt. Ihr wisst bestimmt, worum es bei der Handlung von Grand Theft Auto geht. Ein Protagonist mit einer kriminellen Vorgeschichte strebt eine Verbrecherkarriere an, indem er diverse Aufgaben und Missionen erfüllt. What's up, homie, huh? Die Spielserie zeichnet sich außerdem durch große Handlungsfreiheiten aus. Im Unterschied zu den meisten Actionspielen, bei denen man eine bestimmte Reihe von Levels von Anfang an bis zum Ende durchspielen muss, kann der Spieler bei GTA selbst entscheiden, welche Aufträge und in welcher Reihenfolge er sie erfüllen soll, also genau wie im echten Leben. Grand Theft Auto 5 wurde 2013 herausgebracht und sorgte für Furore. Vom Entwicklungs- und Marketingaufwand her ist es nicht nur das teuerste, sondern auch das populärste Videospiel aller Zeiten geworden. Im Jahr 2018 betrug die plattformübergreifende Gesamtanzahl ausgelieferte Einheiten über 95 Millionen Stück. Damit lag die Reihe knapp hinter Tetris und Minecraft. Selbstverständlich waren alle nach einem solchen Erfolg auf eine Fortsetzung gespannt. Es ist inzwischen bekannt, dass die Arbeit daran im Gange ist, aber jegliche Details sind nichts weiter als Gerüchte. So behaupten manche Entwickler, dass GTA 6 den Codenamen Project Americas trägt. In GTA 6 soll es zwei Handlungsorte geben, zwischen denen man über den Startbildschirm wechseln könnte und es soll nicht früher als 2021 veröffentlicht werden. Vielleicht wird es im Spiel eine weibliche Protagonistin geben. Davon war bereits im fünften Teil die Rede, aber damals hat man auf diese Idee verzichtet. Laut Insider-Informationen wird die Handlung von GTA 6 wahrscheinlich nicht in der modernen Welt spielen. Darüber hinaus könnte man das Spiel Gerüchten zufolge auf beiden Seiten des Gesetzes bestreiten, das heißt sowohl als Polizist als auch als Verbrecher. Ob an diesen Gerüchten was dran ist, werden wir bald erfahren. Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 ist eine Fortsetzung, nein, nicht eines Computer, sondern eines Pen-and-Papers-Rollenspiels, dessen allererste Version, nämlich Cyberpunk 2013, im Jahr 1988 veröffentlicht wurde. 2012 hat das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red, das viele als Hersteller von The Witcher kennen, angekündigt, das Pen-and-Paper-Rollenspiel in der Computerwelt anzusiedeln. Das Videospiel spielt in der dystopischen Stadt Night City in Kalifornien. Dem Spieler stehen drei Charaktere zur Auswahl, deren Äußeres und Geschlecht er je nach Wunsch ändern kann. Nach dem Erfolg von The Witcher 3 Wild Hunt sind die Erwartungen an das Spiel hoch. Man weiß, dass das Studio sich darauf vorbereitet, Cyberpunk 2077 auf der E3 2019 zu präsentieren. Vielleicht wird da auch der Release-Termin verkündet. Star Wars Jedi Fallen Order. Trust no one. Das Star Wars-Universum ist wirklich erstaunlich. Denn es ist inzwischen in alle Lebensbereiche des Menschen eingedrungen. Und die Computerspielindustrie ist davon nicht unberührt geblieben. Die Handlungen von Star Wars Jedi Fallen Order spielen kurz nach den Ereignissen des Films Star Wars Episode 3 Die Rache der Sith. Nachdem der oberste Kanzler Palpatine den Befehl erteilt hat, die Order 66 auszuführen, wurden die meisten Jedi getötet und der Hauptprotagonist des Spiels, ein junger Padawan namens Cal Kestis, wurde gezwungen unterzutauchen, um sein Leben zu retten. Um ein in allen Hinsichten richtig hochwertiges Produkt fertigen zu können, haben die Entwickler mit Disney und Lucasfilm zusammengearbeitet, indem sie neue Charaktere und Orte, darunter ganze Planeten, erschaffen haben. Das Spiel wird am 15. November 2019 veröffentlicht, also einen Monat bevor der Film Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers in die Kinos kommt. Trust only in the Force. The Elder Scrolls 6. Die offizielle Ankündigung von The Elder Scrolls 6 erfolgte am 10. Juni 2018. Am selben Tag wurde das erste Teaser-Video dazu veröffentlicht. Der Leiter des Studios, Todd Howard, hat bekannt gegeben, dass sich das Spiel in einer frühen Entwicklungsphase befindet und voraussichtlich 2024 veröffentlicht werden soll. Irgendwelche anderen Details zum Spiel gibt es zurzeit so gut wie keine. Bethesda hat weder den vollen Spielnamen noch den Namen der Provinz, in der die Handlungen des neuen Spiels spielen soll, verraten. Es heißt allerdings, die Entwickler hätten bestimmte Details bereits festgelegt. Die einen sagen, dass diese bereits im Teaser-Video zu sehen wären, die anderen behaupten hingegen, dass es die Fans auf die falsche Fährte bringen würde. Es sind also lauter Rätsel, aber eines steht fest, wir sollten uns auf etwas Grandioses gefasst machen. Alexa, play Skyrim. You're level 57. Fuss Rodar! I didn't quite catch that. Fuss Rodar!
Stalker 2. Diese Reihe von Computerspielen, von denen das erste im Jahr 2007 erschien, zeichnet sich durch eine besondere Atmosphäre aus. Stalker spielt in einer Sperrzone um das Kernkraftwerk Tschernobyl, in der man mit Anomalien, Mutanten und veränderten biologischen Prozessen fertig werden muss. Sicherlich ist das Erscheinen von Stalker 2 nur eine Frage der Zeit, aber es stellt sich heraus, dass man wesentlich länger warten muss, als ursprünglich gedacht. Zum ersten Mal wurde eine Fortsetzung am 13. August 2010 angekündigt und deren Veröffentlichung war für 2012 geplant, aber im Dezember 2011 wurde die Arbeit am Projekt auf Eis gelegt und das Entwicklerteam aufgelöst. Die zweite Ankündigung fand am 15. Mai 2018 statt und es sieht so aus, als ob die Fans diesmal mehr Chancen hätten, die Veröffentlichung der Fortsetzung zu erleben. Die Entwickler liefern jedenfalls ausreichende Gründe für eine Hoffnung darauf. So wurde im März 2019 die Spiel-Homepage upgedatet. Dort ist nicht mehr bloß der Spielname eingeblendet, sondern man sieht ein Spielposter, begleitet mit einer mysteriösen Musik und ein paar Links. Death Stranding. Ein völlig neues Projekt des berühmten japanischen Spieleentwicklers Hideo Kojima sorgte sofort für großes Aufsehen, als es 2016 angekündigt wurde. Death Stranding ist ein Actionspiel mit einer offenen Welt und Multiplayer-Funktionen, aber soll sich von all dem unterscheiden, an das die Spielerschaft bisher gewöhnt ist. So wird man nicht wie in vielen anderen Spielen zum letzten Speicherpunkt zurückgebracht, wenn die Hauptfigur stirbt. Stattdessen gerät der Protagonist in eine Art Fegefeuer, also in eine Unterwasserwelt, in der alles Kopf steht. Der Spieler kann diesen Ort aus der First-Person-Sicht untersuchen, während er verschiedene Gegenstände aufsammelt. Und wenn die Spielfigur nach ihrem Tod aus dem Jenseits in die Welt der Lebenden zurückkehrt, sieht diese nicht mehr wie früher aus. Habt ihr jemals so etwas erlebt? Obwohl Kojima zugibt, dass er mit der Fertigstellung von Death Stranding hinter dem Zeitplan zurückliegt, wird es von den Fans immer sehnlicher erwartet. Dazu tragen auch die Nachrichten über das Spiel bei. Norman Reedus, der Darsteller der Hauptfigur Sam, hat zum Beispiel gesagt, dass die Gamer beim Spielen Tränen bekommen würden. Assassin's Creed Kingdom. Obwohl die Gamer das französische Unternehmen Ubisoft für Geldgeilheit und Ruckler in seinen Spielen kritisieren, büßen letztere an Popularität gar nicht ein. Und das Franchise Assassin's Creed bildet da keine Ausnahme. Die erste Spieleserie ist 2007 und die letzte, nämlich Assassin's Creed Odyssey, 2018 erschienen. Und das Interesse der Fans scheint nicht abzunehmen. Laut einem Bericht, den Ubisoft 2016 veröffentlicht hat, hat sich die Gesamtzahl der verkauften Einheiten auf über 100 Millionen Exemplare belaufen. Und selbst nachdem die Verfilmung des Videospiels mit Fassbender in der Hauptrolle erschienen ist, sind die Verkaufszahlen nicht gesunken. Alle sind auf eine Fortsetzung gespannt und rätseln darüber, in welchem historischen Zeitalter sie wohl spielen würde. Nach der Veröffentlichung von Assassin's Creed Odyssey haben die Fans sofort begonnen, diesbezüglich verschiedene Spekulationen anzustellen. Spielt die Fortsetzung im alten China oder während des Zweiten Weltkriegs? Die Diskussionen darüber haben eine Weile gedauert, bis man im Spiel The Division 2, das ebenfalls von Ubisoft entwickelt wurde, ein Easter Egg entdeckt hat. Demnach soll auf einem Poster ein Krieger dargestellt sein, deren Kleidung die unverwechselbaren Farben von Assassin's Creed aufweist. Und obwohl der unbekannte Protagonist weder eine Kapuze noch ein verstecktes Schwert hat, hat er etwas Rundes in der Hand, das an den Eldenapfel erinnert, also eines der Artefakte, das im Franchise erwähnt wurde. Außerdem steht auf dem Poster Valhall. Heißt es, dass der nächste Teil von Assassin's Creed den Wikingern gewidmet ist? Vermutlich schon. The Last of Us Part 2. The Last of Us wurde 2013 exklusiv für Sony PlayStation 3 veröffentlicht. Die postapokalyptische Thematik war und bleibt sehr populär, weshalb das Spiel die höchsten Bewertungen der Kritiker erhielt und mehrmals als das beste Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Neil Druckmann für The Last of Us. Es war auch ein großer kommerzieller Erfolg. In der ersten Verkaufswoche wurden über 1,3 Millionen Exemplare verkauft und im April 2018 hat das Spiel die 17 Millionen Marke überschritten. Alles deutete also darauf hin, dass es unbedingt eine Fortsetzung davon geben soll. Und obwohl es sehr lange nach der Veröffentlichung des ersten Teils unklar war, ob der Hersteller an einem zweiten Teil arbeitet, wurde dieser am 3. Dezember 2016 auf der PlayStation Experience dann doch angekündigt. Please enjoy. Zurzeit weiß man, dass die Handlung des zweiten Teils 5 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils spielt. Die Spieler erwartet eine andere Geschichte, die sich um Hass und Rache dreht. Die Hauptfigur soll nicht Joel, sondern Ellie sein. Der zweite Teil unterscheidet sich vom ersten nicht nur durch die Thematik, sondern auch durch die zahlreichen Veränderungen und einen flüssigeren Spielprozess. Bei The Last of Us Part 2 soll heimliches Vorgehen noch mehr den Spielverlauf prägen als im ersten Teil. Der Spieler konnte sich im Gras, Gebüsch, zwischen den Häusern, unter den Autos etc. verstecken.
Doch man soll trotzdem je nach Situation seine Gegner entdecken können. Dabei soll dem Spieler eine verbesserte künstliche Intelligenz helfen. Wir sind also gespannt. Und obwohl das Veröffentlichungsdatum noch nicht feststeht, wurde The Last of Us Part 2 bereits mehrmals als am meisten erwartetes Spiel ausgezeichnet. Half-Life 3. Wenn man von dem am meisten erwarteten Spiel redet, ist es unmöglich, Half-Life 3 mit Stillschweigen zu umgehen. Der zweite Teil dieses legendären Spiels wurde im Jahr 2004 herausgebracht und seitdem warten die Fans auf eine Fortsetzung. Kein Wunder, denn Half-Life 2 hat die höchsten Bewertungen von unterschiedlichen renommierten Zeitschriften erhalten. Des Weiteren bekam das Spiel mehrere Preise und wurde über 45 Mal den Titel Das beste Spiel von 2004 ausgezeichnet. Nach dem Stand von 2008 wurde Half-Life 2 6,5 Millionen Mal verkauft und in dieser Zahl sind die Verkaufszahlen auf Steam nicht inbegriffen. Es ist schon eine Ansage, nicht wahr? In Anbetracht dieses Erfolges hätten die Entwickler unbedingt eine Fortsetzung herausbringen sollen, aber die Spielerschaft hat mit Ausnahme von ein paar Updates nichts Besonderes erhalten. Unterm Strich ist der letzte Teil des Franchise Half-Life von Valve am 11. Oktober 2007 veröffentlicht worden und danach herrschte Funkstille. Es folgte keine Fortsetzung und die Geschichte des theoretischen Physikers brach ab. Trotz aller Hoffnungen der Spielerfans hat die Valve Corporation jahrelang Schweigen bewahrt. Einerseits heißt es aber, dass es eine Fortsetzung geben soll. Andererseits weiß niemand, inwiefern diese Informationen verlässlich sind. Die Fans von Half-Life geben ihre Hoffnung nicht auf und stellen diesbezüglich diverse Verschwörungstheorien auf. Und manche von ihnen beschlossen sogar, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Der Indie-Games-Entwickler Keep Away From Fire beschloss, sich nicht nur auf Hoffnungen zu beschränken und fing an einer eigenen Version von Half-Life 3 zu arbeiten. Sie heißt Boreal Aleph. Sie spielt hauptsächlich in der Antarktis auf einem Forschungsschiff namens Boreas. Als Grundlage für die Handlung dient ein offener Brief von Mark Lightlaw, einem Entwickler der vorangegangenen Teile, in dem er in verschiedenen Form dargelegt hat, worum es sich beim Handlungsentwurf für den dritten Teil handelt. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!